Moin, hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich habe irgendwie Chaos im Inventar, was denn hier los ist. Warum hat er das nicht. Hab ich das rausgenommen? Nanu. Muss mal kurz korrigieren. Das kommt dahin, das kommt dahin. Okay, wir sitzen hier immer noch in unserer Startbase hier. Jetzt müssen wir gerade mal was zu futtern rein. Dann gehen wir mal pennen und dann, ja, müssten wir eigentlich mal gucken, wo wir noch hin könnten. Ich weiß nämlich noch nicht genau. Was ist? Ich meine, Ellen hatte noch was gesagt auf der Insel beim Gewächshaus. Das würde ich mir ja gerne mal angucken. Ob wir da noch was finden. Und, kann die Batterie noch wechseln? Batterie kann ja wechseln. Und, wir bräuchten zwei. Die kann da rein. Die muss ich wechseln, die muss ich wechseln. Muss ich zwei Stück wechseln, okay. Und dann müsste ich mal schauen, ob wir noch irgendwas anderes machen können. Das nehmen wir mal gerade auf die drei wechseln. So, okay, dann können wir das wieder zurückwechseln. Und die Batterien da hier laden. So, das kann da bleiben. Der müsste eigentlich auch geladen werden, ne? Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das passt schon. Okay. Gegessen haben wir auch. Wetter ist. Okay, okay. Ich lasse die Sachen, glaube ich, mal hier stehen. Und lauf mal so runter zum zu unserer Bahn und gucken mal, ob wir da noch was finden können. Wobei, ich hätte mich auch teleportieren können, das hätte ich mal ausprobieren können. Das könnte ich vielleicht drüben mal machen. Welchen Anzug habe ich denn jetzt gerade an? Ich habe den Dings an Anzug an. Okay, dann müssen wir jetzt gerade mal wechseln. So und so. Schnell hier rein. Und dann fahren wir mal so rüber. Wir haben einen Teleporter mal dabei, ansonsten Material. Ja, ein bisschen was haben wir noch? Zwei Marker haben wir noch da. Da könnte ich vielleicht einen mitnehmen. Okay. Dann fahren wir mit der Seebahn mal los. Und zwar müssen wir. Warte mal, jetzt müssen wir gerade gucken. Ionenwürfel, Erbauerstätte, da waren wir zum Schluss. Portalabkürzung. Station, das lasse ich alles mal in Ruhe. Landhöhle. Landhöhle? Was war das denn nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Schon eine Weile her. Gewächshaus, da wollen wir hin. Wir fahren jetzt mal zum Gewächshaus. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite, ne? Dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Und, ich muss mal gucken, ob wir da halt was finden, weil da konnten wir auch nicht so viel machen, weil die Temperaturen ja nicht so, wie soll man sagen, nicht so gut für uns waren. Aber jetzt mit dem Anzug ist es ja kein Problem. Können wir uns die Gegend mal ein bisschen genauer angucken. Ah, ich hätte den Schneefuchs mitnehmen sollen, nicht Vollpfosten. Da, den muss ich nochmal mitnehmen. Weil einen Schneefuchs brauche ich da drüben. Dann können wir die Insel nämlich schneller überqueren, als wenn wir das so machen. Da muss ich gleich nochmal zurück. Das ist jetzt doof, habe ich vergessen. Gucken wir mal gerade. Aber wir sind jetzt zum Glück noch nicht so weit weg, das kriegen wir noch hin. Der Kopf ist schon wieder in den Beinen, oder was? So. Muss ich gerade nochmal aussteigen. Okay. Schnappen wir uns kurz den einen Schneefuchs. Muss ich die Klamotten aber wechseln, ne? Ja. Wenn ich draußen aber unterwegs bin, schnell wechseln und wechseln. Okay. Denn der Frame war auch nicht ganz so schnell hier. Habe ich den eingesteckt oder habe ich den gestopft? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder habe ich den in die Kiste geschmissen? Dann müsste ich nochmal so eine Kiste mitnehmen eigentlich, ne? Du bleibst hier und ja, du bist da. Ich nehme mit Sprungmodul. Ich nehme mal den mit. So. Sprungmodul und so brauchen wir, glaube ich, nicht. Hoffe ich mal. Wenn doch, dann ja, muss ich das nochmal holen gehen. Aber ich meine, das brauchen wir nicht. So. Jetzt bin ich mit Tauschen wieder voll. Ich könnte es auch anders in die Klamotten gerade, ist egal. Komm, wir sind ja sowieso instant hier drin. Aber ich müsste. Das müsste sich voll saugen wie sonst was eigentlich. Weil wir ja dick gepolstert sind. Okay. Jetzt aber. Zum Gewächshaus. Da war ja die eine Insel, wo wir noch gucken wollten. Da hatte ja Ellen noch gesagt, da ist irgendwas. Da würde ich mir gerne nachschauen und dann, wenn wir die ganzen Sachen haben, würde ich sagen, machen wir das mit dem Gegenmittel und kümmern uns dann um Ellen. Ich hoffe mal, dass das alles hinhaut. Ich gehe nämlich davon aus, dass wenn wir Ellen zusammenbauen, wir dem Ende langsam ziemlich nahe kommen. Ich frage mich ja, ob wir unsere Schwester noch finden. Das ist noch ein bisschen was, was offen ist. Vorsicht! Zu spät. Da habe ich ihn erwischt. Tut mir leid.
Da konnte ich nicht mehr stoppen. So, okay. Das wird jetzt mal bedauern. Ich sehe da gerade nicht, wie weit das entfernt ist. Das ist ein bisschen doof jetzt hier. Max Grebecks Haus, 1500. Okay, das dauert eine Weile. Ist das ein bisschen an der Base vorbei? Im Grunde genommen, das ist genau auf der anderen Seite von der Karte hier, ne? Da ist die Basis. Da fahren wir dran vorbei. Oh, kann ich, da muss ich drüber fahren, ne? Oh, jetzt ruckelt es wieder. Ich glaube, es ist echt zu viel hier. Die Basis war zu heftig, glaube ich. Ich hätte die nicht so krass bauen sollen. Nee, ist egal. Wir sind ja gleich wieder dran vorbei. Da wird er schon... Oh, Karamba. Hinhauen. Ich frage mich, was da so extrem ist da. Weil vorher war das nicht so extrem. Oder müssen wir wieder ein Grafikkarten-Update machen? Kann natürlich auch sein. Bin mir nicht sicher. So, Gewächshaus haben wir noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr. Hier war noch Dingens, ne? Unser Freund wieder hier, den ich nicht so gerne mag. Der... wie hieß denn der nochmal? Che irgendwas. Habe ich vergessen. Egal. Der wird sich gleich schon melden. Die Jungs sind auch schreihälsig, aber die sind nicht so schlimm. Oh, der hat mich sogar angehuckelt. Was? Ich glaube, ich spinne. Mal gucken. Ja, ich gehe mal davon aus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das unten bei Margaret war oder tatsächlich beim Gewächshaus irgendwo. Was in der Nähe noch? Da war ja eine Insel, die war ziemlich groß. Aber weil wir immer Unwetter hatten, war das halt nicht so toll. Ja, müssen wir mal gucken. So, eine Insel beim Gewächshaus hatte ich noch gesehen. Und ich glaube, hier waren wir, ne? War das die... Ja, das Wetter ist wieder toll. Aber ich glaube, hier war ich, ne? Gucken wir mal hier. Warte mal. Komme ich hier raus? Bin mir nicht sicher. Oh, Wetter ist natürlich wieder toll. Ne, hier sind wir falsch. Hier sind wir definitiv nicht richtig. Okay, das heißt, ich muss woanders hin. Wo war denn das? War das hier auf der Seite irgendwo? Ja, hier sieht es ein bisschen besser aus. Vielleicht hier. Hier schwimmen auch welche rum. Ja, doch, ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwo raufkommen. Ich kann natürlich so viel sehen jetzt gerade. Das Wetter ist natürlich jetzt gerade nicht perfekt. Ich habe auch gerade nichts zu futtern dabei, ne? Was wärmt? Ne, habe ich leider nicht dabei. Ich frage mich, ob man hier... Ne, hier konntest du nichts bauen, glaube ich, ne? Sonst hätte ich mir hier noch eine Pflanze hingebaut. Aber es ist ja ein Zug. Es ist ja kein... Kein Dingens. Ne, kannst du nicht. Hier geht nicht. Es wäre toll, wenn es noch so ein Gewächshaus gäbe hier für einen Zug. Dann hätte man nämlich Pflanzen dabei. Okay. Hoffen wir mal, das Wetter ist gut. Okay, das Wetter ist nicht gut. Ich sehe gerade auch nichts hier, weil alles gerade total neblig ist. Hier ist gar nichts. Okay, hier bin ich nicht richtig. Na du? Wo war denn hier die Insel? Wo konnte man hier rauf? Hier? Hallo, Freunde. Na? Ja, hier sind wir richtig. Alles klar. Dann packen wir mal unser Freund aus hier. Und gucken mal, was hier so geht. Aber ich glaube, hier war nichts, oder? Wo kann ich mich eigentlich... Jetzt kann ich mich drehen. Okay. Hier ist nichts großartig, ne? Da drüben, das sieht aus, als könnte da was sein. Ne, hier ist nichts. Tja, das war ja nicht so viel. Ich dachte, da habe ich ja doch schon alles erkundet gehabt. Oh, jetzt bloß nicht hier runterfallen. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann fahren wir wieder zurück. Das war ja doch weniger als gedacht. Ich dachte, hier wäre was da drüben ist, aber vielleicht was bei der Insel. Gucken wir mal danach. Aber das sieht halt so aus, als könntest du hier irgendwas machen halt, ne? Da konnte man auch noch gucken, aber hier ist überall nichts, ne? Es sei denn, du musst dich hier immer von Scholle zu Scholle hangeln.
Was ich jetzt zwar nicht glaube, aber... Da sind Pinguine. Da ist Margarets Gewächshaus. Wo war denn... War das... Nee, da nicht. Der sieht aber aus, als könnte man da was machen bei dem. Wir gucken uns den mal an. Da muss ich allerdings erstmal hinschwimmen wahrscheinlich, ne? Oder kann ich da so hinspringen? Ja, doch, du kannst so hinlaufen. Okay. Dann machen wir das mal. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Toll. Da, da ist Seek Shelter. Hier. Ist jetzt nicht die beste Klamotte hier. Ich komme hier nicht hoch, echt nicht? Ich komme hier nicht hoch. Was? Okay. Warum schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Bin ich zu doof dafür? Ich glaube ja. Hier konnte ich rüber, hier konnte ich rüber. Das Wetter ist jetzt nicht gerade perfekt. Ne, da kommst du nicht hin. Wie komme ich da rüber? Ich kann nicht so weit springen. Ich glaube, mit dem Schneefuchs kannst du da auch nicht rüberfahren. Aber das sieht aus, als wäre das irgendwie... Als wäre das irgendwas. Oder wir fahren da mal rüber. Komm, wir gucken mal. Wir können ja ein bisschen rüberfahren. Das Wetter ist auch nicht gerade das Beste. Das würde mich nämlich interessieren, ob hier doch irgendwas ist an den Inseln. Ob man sich da ein bisschen hochmogeln kann. So, gucken wir mal hier. Achso, Licht könnten wir vielleicht ausmachen. Das wäre eine Idee. So, Strom sparen. So. Jetzt sind wir zu weit weg. Da schlagen überall Blitze ein, interessanterweise. Okay. Ist das normal? Bin mir nicht sicher. Tja, entweder ein Stück zurück oder ein Stück nach vorne noch, ne? Hier. Kann man hier irgendwo hoch oder ist hier Schicht im Schacht? Ich höre wieder Geräusche. Oh, hier wird es ein bisschen eng hier. Gucken wir mal. Jetzt haben wir Aurora-Nacht. Da können wir drauf, aber da kommen wir nicht hin irgendwie, ne? Ich würde da gerne hin. Ich bin mir nicht sicher, oder muss ich nochmal zurückfahren? Ich guck mal hier noch weiter. Oh, ich muss die Teile mal reparieren, fürchte ich. So, ist hier irgendwo? Das sah doch aus, als könnte man da eigentlich hoch irgendwo, ne? Nee, da nicht. Oh, ich ditche hier überall an. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Gucken wir nochmal. Oder habe ich mich hier verguckt vielleicht? Sah das nur so aus, als könnte man da hin, aber man kann da gar nicht hin. Ist mal wieder schlecht Wetter. Ne, hier war das nicht, ne? Das war hier drüben irgendwo, oder? Gerade verwirrt. Ne, hier waren wir gerade. Hier auch nicht, ne? Ne, hier gibt es irgendwie keine Stelle, wo man hoch kann, glaube ich. Das ist jetzt aber doof. Ich habe doch irgendwo einen gesehen, wo man hoch konnte. Das ist der große hier. Ja. Es ist natürlich doof, dass wir jetzt gerade wieder Schneesturm haben und ich wieder nichts sehen kann. Hier können wir hoch, aber das hilft uns auch nicht weiter. Wir gehen mal gerade oben gucken. Vielleicht sehe ich so ein bisschen mehr. Ich sehe gar nichts. Da können wir die auf die kleine Scholle, aber das bringt uns auch nicht weiter. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Gewächshaus. Das ist keinen Sinn. Ich sehe hier auch gerade nichts.
sind auch schon ein bisschen lediert. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind aber auch schon an der Kante hier, wenn ich mir das so angucke. Wo ist das Gewächshaus? Da drüben? Da drüben. Ich glaube, wir sind hier schon am Ende. Dann schauen wir mal danach. Wo war denn hier dieser große Eisberg? Oder Eisturm? Der hier. Hat der was Besonderes hier? Eine Öffnung? Sonst irgendwas? Nee, nur Eis. Okay. Oh shit. Passt nicht. Nicht genug Platz hier. Okay. Dann gehen wir zum Margarets Gewächshaus. Wo war denn der andere eigentlich? Hier war doch irgendwo ein Berg mit, wo man hupen konnte. Ich meine, das sieht aus wie eine Höhle hier. Ach, Mulan and nearby iceberg detected. A hollow chamber typically formed by glacial melt. Ist das der hier? Gletschermühle. Ist das hier? Ja, das sieht aus, als wäre das hier, da drüben, ne? Gucken wir mal. Eine Gletschermühle. Aha, da kannst du tauchen. Okay. Dann werden wir da mal tauchen. Dann muss ich aber die Sachen wechseln. Okay. Was trinken? Oh, wir haben nichts zu trinken dabei. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich muss gleich schnell wieder zurück. Okay, wir tauchen hier mal rein, schnell. Vor allem schnell. Wo habe ich denn mein Ding ins gelassen? Leg ich den mal auf 2, auf 3. Das machen wir mal geradeaus, die Karte. Oh, das wird aber eng hier. Dich kann ich mitnehmen für Wasser. Was bist du denn? Ach, das sind diese Dingens-Eier wieder, ne? Wollen wir ein bisschen ranhalten hier. Runter, runter, runter. Oh Gott, hier runter. Alter, wie tief ist denn das hier? Hier sind wir wieder raus. Okay, erstmal wieder rauf. Luft schnappen gehen, sicherheitshalber. Der geht ganz schön weit nach unten hier, der Eisberg. Okay. Dann wieder zurück. Wenn ich die Öffnung wieder finde hier. Hier ist sie. Die Frage ist, wo wir hier hin wollen. Das ist wie in dem Baum hier, ne? Alles verschnörkelt und ja, hier geht's wieder nach unten. Wo geht's denn jetzt hin? Alter Schwede, geht das hier weit nach unten. Hier sind ganz viele von den Eiern. Hier geht's auch wieder raus, okay. Wir müssen das im Auge behalten, weil das verdammt tief geht hier. Alter, wie tief geht denn das hier? Das geht ja mal tiefer. Okay, jetzt sind wir unten. Ich gehe tauchen mal nach oben. Also hier ist. Obwohl, wir können jetzt hier ein bisschen Luft schnappen. Gerade ist hier ein Pirscher in der Nähe. Nein, dann holen wir uns mal gerade ein bisschen Luft. Okay, ein bisschen Luft haben wir. Wir gehen nochmal gerade nach ganz oben. Alter Schwede, ist das tief. Das ist verdammt tief. Da müssen wir mit der Dingens runter, glaube ich. Mit der Seebahn. Ich glaube, ich werde erstmal zur Seebahn zurückgehen, weil unser Wassergehalt nicht gut ist. Ich habe nämlich keine Lust, hier nochmal drauf zu gehen. Die Seebahn ist natürlich da hinten. Auf der anderen Seite. Der ist unterhöhlt hier. Ich frage mich, ob da was Tolles drin ist. Ah, ist wieder ein Wal, okay. Wir müssen auf jeden Fall nach unten gehen, glaube ich. So, aber erstmal muss ich gucken, dass ich hier wegkomme.
Kann ich hier einsteigen? Jetzt kann ich einsteigen. Okay. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen was zu trinken. Und zwar ganz, ganz dringend. Denn wir haben nichts mehr dabei. Oh, wir haben nur einen Fisch mitgenommen. Das ist jetzt nicht so viel. Okay, ich habe auch noch Reserve hier drin. Eine habe ich noch drin. Oh, das ist nicht so gut. Gib mir die mal mit. Essen. Ja, weiß ich nicht. Gib mir mal mit und dafür leg mal ein Ei raus. Mal ein bisschen Platz. Okay, wir fahren mal nach unten. Und gucken mal, ob wir da unten vielleicht irgendwo ran können. Ich weiß nur nicht genau. Hier ist eine Öffnung, ne? Da. Gucken wir uns die Öffnung nochmal an hier. Ich weiß nur nicht genau, ob wir hier irgendwo weiterfinden. Ist das nur die, sind das nur diese Eier hier oder ist dann noch irgendwas? Da bin ich lang gegangen, hier. Ich nehme ich mal mit, weil ich kann hier noch gebrauchen. Ne, es geht hier noch raus, ne? Oder? Das wird immer größer, das ist alles unterspült. Hier ist nichts zu sehen, ne? Ne, gar nichts. Okay, der scheint unterhöhlt zu sein, aber irgendwie finde ich hier nichts. Ich bin mir echt nicht sicher, ob der vielleicht ein Geheimnis hat oder nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. So, jetzt habe ich noch einen, mit dem ich mal kurz dann mal Licht aus Wasser herstellen kann. Weil Wasser ist dann doch schon wichtig. Okay, damit sind wir wieder fit. Da ist schon wieder was angeditscht. Ich gehe nochmal ein nach oben hier und guck mal gerade nochmal, aber ich glaube, da finden wir so nichts, ne? Oder? Da ist noch was, was leuchtet. Da ist was. Laserschneider. Okay, nach oben müssen wir. 3. Ne, machen wir das auf die 2. Ja, warum geht das nicht? Ach, da muss ich hin. Okay. Haben wir noch was gefunden. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, nice. Man findet also doch noch ein paar Sachen hier. Das ist ganz gut. Luft haben wir noch ein bisschen. Also wir mussten nicht nach unten, sondern wir mussten tatsächlich nach oben. Aber der ist auch um einiges größer. Hier muss ich zugeben, der Berg. So. Wow, das geht aber ganz schön weit nach oben hier. Okay. Krass. Das ist schon echt heftig hier, ne? Aber hier gibt es leider nichts Tolles außer Ressourcen, ne? Magnetit? Ja gut, Magnetit wäre ganz nett, aber ich habe nicht so viel Platz im Inventar. Ha. Mach ich hier noch einen Marker hin für Ressourcen? Hier ist eine Menge Magnetit drin eigentlich. Magnetit, Diamanten. Ja komm, wir setzen hier einen Marker hin. 2. Dann schreiben wir hier drauf, Ressourcenberg. Okay. Ist ja im Grunde genommen ein Eisberg mit Ressourcen drin, ne? Aber hier liegt leider kein Artefakt mehr so drin, ne? Nee. Leider nicht. Ressourcen haben wir hier drin auf jeden Fall, aber da hört es dann schon auf. Ich hätte gehofft, dass wir hier noch so ein Teil finden wie dem anderen Berg. Aber das war ja nicht der Fall. Na gut. Machen wir uns wieder zurück auf den Weg. Hier war aber sonst nichts mehr, ne? Das war nur hier, ne? Weil es da so geleuchtet hat. Echt, das war's.
Dann gehst du da draußen. Ich glaube, das war's. Eier sind hier ohne Ende drin, muss ich zugeben. Boah, hier leuchtet es halt auch so, ne? Ich dachte, dass hier was ist, aber hier geht es halt nur nach unten. Weil hier sehe ich nichts. Hier geht es halt nur nach unten, nach unten, nach unten. Ich nehme mich nochmal mit. Und es geht halt immer weiter nach unten. Aber hier war nichts mehr. Na gut, das soll erstmal reichen. Wir gucken mal weiter. Wir suchen mal den anderen Berg noch ab. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier geparkt habe. Da drüben, ne? Oh, die Fische kommen hier durch. Okay. Auch nicht schlecht. Wir könnten zum Gewächshaus eigentlich gehen und uns ein bisschen aufstocken. Das wäre gar keine so schlechte Idee bei Margaret. Sie sagt ja, wenn wir was brauchen, können wir uns das da rausholen. Ich frage mich, ob Margaret dann da ist. Okay. Das machen wir mal aus. Oh, da haben wir schon ganz schön was verbraten hier wieder. Hier hätte ich gerne noch ein bisschen Wasser auf Lager. Zweimal. Ich hätte natürlich noch ein paar Fische mitnehmen können, ne? Sind hier noch Fische in der Nähe? Ah, komm, wir fahren zu Margaret. Na gut. Margarets Gewächshaus ist da drüben. Dann fahren wir da erstmal hin. 300 Meter. Weh, der ist hier auch noch unterhöhlt. Dann kriege ich aber die Krise hier. Okay. Müssen wir mal rüber. Das dauert ein bisschen. Da muss ich gleich erstmal reparieren. Und dann stocken wir uns da gleich ein bisschen auf. Und dann gucke ich nochmal den einen Berg hier. Der müsste ja hier eigentlich um die Ecke irgendwo sein. Wo Ellen gesagt hatte, da ist noch was. Hoffe ich mal zumindest. Das werden wir dann... den hätte ich jetzt mitnehmen können zum Schnabulieren. Da ist noch ein Wal. Vorsicht, jetzt komme ich. Okay, der haut ab. Das ist gut. Ich hoffe mal, der ditcht uns hier nicht an. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier gestrandet zu sein nachher. Okay, Licht aus. Und wo haben wir dann das Reparatur-Kit? Da. 3 und dich wieder auf die 2. Reparieren. Muss ich dich reparieren? Ja, du bist okay, du bist okay. Du bist okay. Okay, alle okay. Okay, dann setzen wir die Dinger wieder auf. Dann haben wir es ein bisschen wärmer. Ah, ich kann auch hier was essen, das geht auch. Die sind so nahrhaft, die Dinger, das gibt's gar nicht. Okay, dann brauchen wir gar nicht zu Margaret hochgehen eigentlich. Aber wir könnten die Gegend ja trotzdem mehr erkunden. Das können wir mal machen. Wenn wir schon eh dabei sind. Ach, hier war ja nichts mehr. Das war ja nur die Seite und dann da oben, ne? Oder konnte man dann weiter nach oben gehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier gehst du zum Gewächshaus, ne? Da drüben, glaube ich, waren wir, oder? Ich glaube, ja. Da ging es zum Gewächshaus. Gab es hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Hier noch irgendwas? Nee, auch nicht. Das Ende. Nee, ist nur noch das Gewächshaus hier oben an der Ecke, glaube ich. Hier waren noch Ressourcen. Ach doch, hier kannst du noch lang gehen, okay. Auf der Seite. Aber hier ist nichts, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Da geht's nicht weiter. Wir können die Schräge noch probieren hochzulaufen, aber... Ich glaube, das geht nicht, oder? Doch, können wir. Wow. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wow, okay, das ist ein bisschen sehr hardcore. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier hochgehen können. Auch nicht schlecht. So, war das F11? Ja, F11. Okay. Wetter ist zwar nicht ganz so toll, aber okay. Na gut, dann war hier nichts mehr. Gewächshaus hat mir ja auch geguckt schon. Uäh, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Lass mich hier durch. Okay. Schnee kann ich noch mitnehmen. Oh, jetzt wird es dunkel. Dann wärmen wir uns gerade mal auf hier im Gewächshaus. Das ist cool, dass wir das hier lernen konnten. Das fand ich ziemlich nice. Na, ist Margaret da? Nee, Margaret ist nicht da.
Noch erstmal wieder ein bisschen aufwärmen. Das fand ich cool, dass wir hier die ganzen Sachen scannen konnten. Ich hätte auch gern diese Dschungelmusik, muss ich zugeben. Da können wir noch was zu essen mitnehmen. Brauchen wir aber nicht. Konnten wir hier noch reingucken? Ne, konnten wir nicht, ne? Da geht es wieder die Tür auf. Das ist nicht ganz cool. Melonen brauchen wir nicht. Haben wir schon. Chinesische Kartoffeln hatten wir, glaube ich, auch mitgenommen, oder? Doch, ich glaube, die hatten wir gefunden. Das ist noch ein Wasser. Kommt man noch mitnehmen. Aber das haben wir da gelassen, ne? Desinfiziertes Wasser. Ja, ne, brauchen wir nicht. Ne, wir hatten ja alles gescannt. Okay, da war nichts Tolles. Nochmal ein kleiner Besuch zum Auftauen. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg, würde ich sagen. Tür wieder zu. Muss ja nicht offen sein. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss auf die Insel da drüben, glaube ich. Ich hoffe, das finde ich gleich wieder. Eigentlich ist ja da nebenan, aber gucken mal. Und ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich mache die Episode heute mal ein bisschen kürzer, weil die Zeit drängt mal wieder. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.